Oh, Abfahrt etwas verspätet in Livigno. Als erstes geht es hoch Motolinobahn und dann Panorama Trail, Bernina und dann über Pontresina in der Nähe von St. Moritz vorbei nach Silvaplana. Wieder viele, ich glaube 30 Kilometer Single Trail. So einfahren, optimal. The Meeting, glaube ich, ja. Super geil. Wir hatten eine Familiensuite mit zwei Schlafzimmern. Ich glaube 75 Euro pro Person mit Frühstück. Buffet. Also der Enduro Trail war natürlich falsch. Kann nur besser werden. Und die Aufstiege auch. Dann vielleicht das Bike, Gott sei Dank, fixieren können. Ein Panorama, ein Wahnsinn hier. Im Hintergrund Bernina. Was habe ich gesagt, Leute? Geht gleich wieder hoch. Fossile, nee, das ist langweilig.
Den quasi. Also das Respekt. Der Aufstieg zum Furcola de Livigno. Heftiger Seitenwind vorne rechts. Es nimmt kein Ende hier. Ich glaube, auf 2,4 geht es hoch. Oder 2,3. Jetzt kommt gleich der Ultra-Aufstieg zum Furcola de Livigno. Das ist so neu gemacht hier. Vor 2 Jahren war das noch viel, viel schlimmer zu fahren. Das war Autobahn. Da war wie Geröll, alles Geröll und. Geiles Alpenpanorama, Blick auf Bernina, glaube ich. Wahnsinn. Das, was passiert. Danke. Keine Möglichkeit gehabt wegen Absteigen oder irgendwas. Oh. Der Aufstieg ist schon Hammer. Turbo, erster Gang. Hä? Fotopäuschen gemacht. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Schlimmste.
Büro, marschiert da hoch. Ist die Hölle los? 2435. Fängt ja geil an. Ja, das ist schon die erste. Jetzt weiß ich auch, warum alle andersrum fahren. Ja, wir sind da in den Bergen. Wir haben schon so viel geschleppt in den letzten Tagen. Ja. Der Rad anheben. Du schaffst es. Hier sind wir immer auf Band. Leicht bewegt oder wie? Oh. Eigentlich geht's ja, aber der Kopf sagt nein. Aufsätze. Bisschen anstrengender. Geblieben. Sehr anstrengend. Gefühl ist man jetzt durch. Total anstrengend hier. Man sollte natürlich auch aufpassen, dass man sich. Aber die haben ja auch einiges zu arbeiten. Wenn man fahren kann. Hallo. So stelle ich mir einfach so. Hängen bleiben darf man auf keinen Fall. Bisschen rollen. Okay, der Weg geht auch.
Ja, wie kommen wir jetzt darüber? Da sieht man einen Zug schon mal. Ja, Wolezza, 2978. Und wir sind auf 2110. Ein paar Kilometer schrubben. Interessantere Strecke. Jetzt nach einer langen Pause in Pontresina auf dem direkten Weg via St. Moritz nach Silvaplana zu fahren. Aber gut, gehört dazu. Dazu hier wieder ein cooler Trail im Wald. Danke. Geht mal wieder bergauf. Ah ja, noch 25% Akku aufs Silvaplana reicht. Oh, es könnte Silvaplana sein, die Staub geschluckt, aber dafür Schatten. War auch angenehm.